Moin Leute und willkommen zurück bei Let's Change Minecraft. Und ja, wir wurden hier unten irgendwo hinterlassen, mal wieder ohne Leben. Sehr, sehr schade von unserem Gast beim letzten Mal. Und ja, mit dem verbleibenden halben Herz bin ich ja absolut zufrieden, muss man ja sagen. Das ist so das, was man sich immer wünscht. So zu spawnen. Und nachdem ich jetzt hier mir mal das Eisen abgegriffen habe, muss ich ja auch immer erstmal wieder hochfinden. Ist natürlich nicht so schön. Boah, toll. Das ist mal wieder große Scheiße. Ja, das ist so sinnlos. Warum geht man denn bitte mit einem halben Herz? Und warum ist hier gerade ein Schwein gestorben? Ja, toll, jetzt der ganze Scheiß, der liegt jetzt hier unten. Oder irgendwo unten. Und ich finde es irgendwie total uncool, dass man jemanden mit einem halben Herz hier überhaupt unten irgendwo hinlässt. In eine Höhle. Und da war wahrscheinlich ganz viel Scheiß, den wir gut hätten gebrauchen können. Ja, zumindest mal das Eisen, muss ich sagen. Das ist doch blöd. Das ist so jetzt ganz, ganz, ganz große Kacke. Und ich glaube, hier hinten waren wir nämlich. Waren wir hier hinten schon? Weil hier entfernt man sich ja doch dann eher. Wir waren direkt da drunter. Ich bin jetzt einfach mal so dreist. Und gehe mal, bevor die 5 Minuten um sind, in denen man die Items verliert. Oder nach denen man dann tot war. Dann die Items verliert. Hoch, mach mir schnell eine Spitzhacke und grab mal unseren Boden um, weil wir waren relativ genau unter unserem Waypoint, den wir hier gesetzt hatten. Das ist, denke ich, ganz gut. Was brauchen wir dafür? Natürlich erstmal Holz und ein bisschen Eisen. Und das ist mir jetzt auch egal, ich verschwende den ganzen Kram jetzt erstmal, damit wir den anderen Kram auch wieder bekommen. Muss ich mich ein ganz klein bisschen beeilen. So, und jetzt baue ich mich mal hier gerade runter. Ja, das war relativ genau hier drunter, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier groß graben müssen, um den Kram zu finden. Ja, das ist natürlich jetzt maximal nervig. Ah, meine Fresse. Ja, doof gelaufen, kann ich da nur sagen. Ja, wir waren doch hier eben irgendwo unten. Unten drunter. Ich habe aber keine Ahnung, wo genau. Das macht die Sache natürlich ungemein viel einfacher. Um zu gucken, wo unser Scheiß ist. Ja, danke an den, der vor mir gespielt hat. Dem muss ich jetzt nochmal ganz mein größtes Lob aussprechen. Ich habe mich gar nicht informiert, wer das war. Weil wir hatten ja einen Gast, wie ich das mitbekommen habe. Und dieser liebe Gast ist damit sehr herzlich gegrüßt und maximal gescholten, weil wir jetzt nichts mehr haben. Das ist schon absolut lächerlich, dass das passiert. Es ist doch eine Scheiße jetzt. Ja, jetzt fällt natürlich nochmal runter. Wow. Ah, Mann. Ehrlich mal. Ohne Scheiß jetzt. Ist das einfach nur Kacke, dass wir dann hier einfach sterben. Toll. Meine Fresse. Jetzt stopfe ich hier einfach mal notdürftig. Und wartet mal, ich muss mal sowieso hier Death Point enabled. Also das ist mir jetzt so doof, wenn ich jetzt beim nächsten Mal nochmal so dumm sterbe. Und mein Vorgänger es nicht hinbekommt, irgendwie sein Leben aufzufüllen oder irgendwie in die Base zurückzugehen. Also nee, dann habe ich auch keine Lust mehr. Dann ist das ja eigentlich schon eine bewusste Death Trap hier. Eine Falle. Und das hier ist eine Schlucht, das ist ja ganz nett. Aber ja, unser Zeug ist jetzt wahrscheinlich sowieso weg.
Was? Boah, das ist doch scheiße. Meine Güte. Ich muss jetzt einfach hier rumstänkern. Und hier ist schon eine Menge erkundet, eine Menge mitgenommen. Man hat sich auch schon hier relativ weit vorgewagt und dann kommen wir hier mit, lassen wir mich hier mit einem Herz in die Welt rein. Und ich gehe jetzt einfach mal ganz ganz einfach hier irgendwo lang. Nimm mal die Kohle mit. Gibt ja sonst nichts Schöneres zu tun, wenn man keine Sachen mehr hat. Da man ja getrappt wurde. So. Und wenn es gleich irgendwas in Luft sprengt, dann ist mir das auch egal. Jetzt bin ich auf jeden Fall ein bisschen frustriert, dass das so gelaufen ist. Ja, unser Zeug, nö, das habe ich jetzt aufgegeben. Wir werden uns jetzt einfach mal hier unten drunter weiter graben, Kram einsammeln. Und wenn wir zufällig irgendwie ein Skelett finden, dann gucken wir mal, dass wir das hier dann auch fertig machen. Denn, ach Gott, das war mir so klar, dass wieder so ein Spacko vorbeikommt. Ist das hier hinten Eisen? Ich sehe das nicht richtig, sag doch. Das ist tatsächlich sogar Eisen. Und der andere, der hat uns hier alles weggesprengt. Und wie viel Kohle es gibt. Also das, da rede ich ja auch schon irgendwie seit Jahren drüber. Seit irgendeinem Update in Minecraft ist einfach so viel Kohle da, dass es gar nichts mehr Besonderes ist. Und hier haben wir auf jeden Fall eine Menge Sand, eine Menge Krams. Oh, Skelett. Zwei, eins. Eins, zwei, zwei. Und da kloppen wir uns jetzt mal ganz schnell. Ah, okay. Und jetzt haben wir wieder ein Herz. Cool, wieder gestorben. Scheiß doch drauf. Das macht gar keinen Spaß so. Ich nehme jetzt noch ein Schwert mit. Eine Axt können wir, glaube ich, gar nicht gebrauchen. Jo, ich habe das Eisen auch mitgenommen. Ach, scheiß doch drauf. Die Axt können wir aber mal nehmen, um hier das Bäumchen zu fällen nochmal. Das wächst ja zumindest einigermaßen zuverlässig, beziehungsweise sogar zwei. Das ist ganz gut. Und dann, ja, keine Ahnung, dann gehen wir wieder runter, sterben wieder, sind wieder frustriert und dann ist wahrscheinlich auch irgendwann wieder der Part vorbei. Ja, gerade schauen. Hier ein bisschen Holz haben wir ja. Können wir uns noch mal ein bisschen was machen. La la la. Eine, ja, eine Steinaxt. Eine Spitzhacke. Da hinten ist mein Death Point. Dann gehen wir da noch mal hin. Schauen wir uns das mal noch mal an. Ja, hier kommt man dann auch wohl da lang. Ah, doch, hier lang war ich ja gegangen. Dann können wir mit dem Steinschwert mal auf die ganzen Viecher losgehen. Ich gehe da mal gerade einfach so hoch. Wahrscheinlich, ja. Da kommt es sowieso schon mal der Sand entgegen. So. Hier haben wir unseren Kram. Und die ersten Skelette, die einfach viel zu gut sind. Die sind viel zu gut geworden, das muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind einfach, die künstliche Intelligenz hat hier, oder beziehungsweise die Entwickler von Minecraft haben mit der künstlichen Intelligenz auf jeden Fall ordentlich übertrieben. Ja, wo geht's denn hier runter? Ja, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier wieder zurück zur Base. Bevor wir nochmal zum x-ten Mal hier drauf gehen. Und die Base ist aber da hinten. Aber hier ist nochmal Kohle. Frage ist, habe ich jetzt eigentlich wieder alles dabei? Naja, bisschen Eisen, das, naja, gut. Packen wir das in die Kiste, die wir da oben haben. Oder ich gehe nochmal da lang. Wir
kam ja irgendwo hier raus, oder? Ah. Schon wieder so ein Viech. Ja, den zweiten Schuss wird es auch treffen, den dritten Schuss wird es auch treffen. Ne, doch nicht? Okay. Wir haben wieder zwei Knochen, die wir lustig für Bone Meal verbraten können. Wahrscheinlich wieder zig Creeper, die nur darauf warten, uns das Leben nicht zur Hölle zu machen, sondern im Grunde genommen ist es ja einfach nur nervig. Aber 62 Meter ist mir dann doch ein bisschen viel zu graben. Okay, mit der Spitzhacke war das jetzt nicht so toll. Wo kamen wir denn eigentlich raus? Wir haben uns doch hier irgendwo aus dem Sand hochgebuddelt. Das war nicht hier. Das war das hier vorne? Ja, wir kamen in unseren Death Point relativ gerade dran. Ja, genau, hier runter. Und dann müssen wir einfach nur hier zurück, glaube ich. Wieder in unsere Wohnhöhle, die ich mir hier so schön markiert habe. Hierdurch da hoch, das habe ich mir jetzt auch langsam gemerkt. Und tun den ganzen Shit, den wir nicht mehr brauchen, oder beziehungsweise der zu wertvoll wäre. Einfach mal in die Kiste. Sammeln wir die Saplings ein. Gut, das und das ist wichtig. Packen wir das mal in den Ofen. Und kochen erstmal den Kram hier durch. So, des Weiteren werde ich mich mal um ein bisschen Bone Meal bemühen. Werde den Kram hier. Oh, cool. Gut, und jetzt können wir gegebenenfalls auch schon ein bisschen mehr ernten als vorher. Und den Rest können wir ja dann wieder in Seeds stecken, die vielleicht selber wachsen, vielleicht aber auch nicht. Ich kann es nicht sagen. Und ob wir mit dem Weizen nicht erstmal probieren wollen. Ja, das eine Schwein, das ist gestorben eben. Also, das ist natürlich jetzt sehr, sehr kontraproduktiv. Haben wir hier eigentlich noch Spawn-Eier. Wolf, Dorfbewohner. Ja, ohne mein Einwirken ist unsere einzige Nahrungsquelle gestorben. Muss man sagen, das ist eine große Leistung. Problem ist, wir werden nicht wieder oder nie wieder an Tiere rankommen. Somit, weil wir haben nur eins von jeder Sorte, halt außer Schafe. Und ja, asexuelle Fortpflanzung scheint wohl nicht gewährleistet zu sein bei dieser Spezies. Und somit müssen wir wohl vorlieb mit Brot nehmen, was wir uns leider nur sehr mühevoll durch Bone Meal erkämpfen müssen. Hatten wir hier noch eine Hake? Nö, ne? Da muss ich selber nochmal eine machen. Die muss so sein, genau. Und damit hake ich mal gerade hier nochmal den Boden. Ja, wir haben hier nochmal zwei Seeds. Dann könnten wir hier beispielsweise auch nochmal das da, hier das da und hier das da machen. Damit wir uns dann da und dort zumindest auch mal noch was anpflanzen können. Die Bäumchen werden wir natürlich auch nochmal pflanzen. Am besten irgendwo hier und irgendwo hier. Eine Fackel habe ich dabei. Die setze ich jetzt auch nochmal gerade da vorne hin. Nee, das war keine Fackel, das war ein Bäumchen. Ja, das ist doch blöd. Warum ist das Schwein denn gestorben? Erzähl mir das mal jemand. Nachrichten hat mir leider keiner geschrieben hierzu. Und den ganzen Kram. Ah, damit können wir wieder wissen, was essen. Aber gebratenes Schweinefleisch, das ist schon ziemlich traurig. Ich muss ja gerade schauen. Hatten wir nicht eben irgendwo Emeralde da gesehen? Ja, Wolle können wir eher schlecht gebrauchen. Oder andersrum. Ein Smaragd.
Aber wir haben ja noch ein paar Dorfbewohner, die wir erschaffen können. Und Wolle können wir ja uns, ja, im Grunde genommen unendlich nehmen. Solange wir die Schafe nicht direkt erschlagen. Geh mal rein. So, du kommst mal her. Zack. Bisschen Wolle. Und das da oben. Das wird mir irgendwann auch noch runterfallen. Ich sag's euch, dann wird das auch sterben. Ja, das wird sehr, sehr sicher runterfallen. Ja, oder soll ich nachhelfen? Komm, ich helfe mal nach. Sterben wird es jetzt hoffentlich nicht. Aber ich halte es jetzt einfach mal davon ab. Hier. Meine Güte, du bleibst unten. Warum hat es denn einen Trieb, da hochzugehen? Kann ich gar nicht verstehen. So. Jetzt können die wieder 17 Wolle. Ja, 17 weiße Wolle. Das ist natürlich dann doof. Dann haben wir nur die eine Quelle. Und können den Ollum hier füttern. Die restlichen Dorfbewohner, die. Wo waren das Spawn-Ei? Da. Das war ja nur einer. Auch nicht so schön. Aber den packe ich mal gerade hier dazu. Was bietet der mir denn an? Glas. Och, wow, das kann ich ja. Boah, da kann ich ja sehr, sehr viel mit anfangen. Und der hat wirklich nur ein Angebot für mich. Boah, toll. Gut, dann tue ich nochmal den unsinnigen Kram weg. Das brauche ich gerade nicht. Damit könnte man sich Brot machen. Mehr eigentlich auch nicht. Die Schafe könnte man fortpflanzen. Das wäre okay, aber das brauchen wir im Moment auch nicht. Und da wir sowieso jetzt Weizen anbauen können ohne Probleme oder mit mehr oder weniger vielen Problemen eben, kann man das auch erstmal zu einem Brötchen verarbeiten. So, das gebratene Schweinefleisch, ja, das konsumieren wir, glaube ich, zuerst. Den ganzen Kram können wir erstmal nicht gebrauchen. Die Spitzhacken tun wir uns mal hier hin. Die Axt brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht. Und dann können wir mal gucken, gerade auf die Zeit. Wie immer, 2 Minuten haben wir noch. Dann widme ich mich doch eher mal nochmal der Umzäunung von unserer oberen Etage. Weil das muss ja so oder so mal gemacht werden, weil wenn wir das irgendwann nutzen wollen, brauchen wir sowieso einen Zaun drum. Das ging so, genau. Dann verteile ich das einfach mal relativ grob. Und habe dann nochmal 10 Zäune, denen ich das hier oben mal nur mal dicht machen kann. Ich habe es hier irgendwann mal abgerissen, weil die Bäume da nicht ordentlich wachsen wollten. Und es reicht nicht ganz. Da mache ich mir gleich noch ein bisschen mehr und dann können wir auch langsam mal anfangen, damit unser Eigenheim hier ein bisschen zu verschönern. Das wäre, denke ich, eine Idee. Herr Lapis. Warte mal, Lapis? Wollte der Lapis oder wollte. Nee, das war ein Emerald. Das war ein ganz sicher Emerald. Oh, das blöde Schaf geht wieder nach oben. Naja, jetzt hindere ich es mal nicht dran. So, mehr als das können wir nicht gebrauchen. Sowieso nicht. Ja, 6 Stück müssten. Upsa, ich schmeiße natürlich direkt weg. Jetzt merkt man wieder am Schluss einer Let's Change-Folge, wie wenig man eigentlich schaffen kann, so in 20 Minuten Aufnahmezeit. Da ginge immer ein bisschen mehr, wenn derjenige, der vorher ein bisschen was gemacht hat, ein bisschen vorsichtiger wäre mit dem, was er denn da so tut und wie er einem alles hinterlässt vor allem. Wofür eigentlich dieser Raum hier? Raum, Auskunft, Verbesserung mit Koppel an den Wänden. Ja, die Frage ist, wofür wir den Raum im Moment brauchen. Wir haben ja hier genug Platz und ich denke, das hier sollten wir sowieso erstmal ein bisschen verschönern. Und da die Hall of Fame nicht weitergeführt wurde und wird und hier eigentlich auch unnötig viel Arbeit war, glaube ich. Und das Schaf glitscht sich hier überall durch. Nee, da kommst du nicht mehr durch. Würde ich auch mal, ja. Kurz mal Bilanz ziehen, was wir heute geschafft haben. Viel war es nicht. Wir haben uns im Grunde genommen erstmal aufgeregt. Tierisch, ne? Tierisch.
Und ja, dann die Routine wie immer fortgeführt. Shit anpflanzen, Bäume fällen, kleine Verbesserungen, bisschen was mitgenommen, bisschen was gebraten, aber viel war es auch nicht. Vielleicht kriegen wir es beim nächsten Mal hin, wenn uns die Welt ein bisschen besser überlassen wird. Und ich sage danke fürs Zusehen. Man sieht sich beim nächsten Let's Change. Zwischenzeitlich könnt ihr auch gerne mal bei den anderen vorbeischauen, denn ja, die machen mit der Welt erstmal weiter, bevor ich wieder dran bin. Bis dann. Ne?